Eck. Ja, Feuerbombenmann. Ihr seht schon, ich bin der absolute Pro. So, komm hier, du Anna weg. Da. Jetzt kann ich nämlich normal skillen. Und, weil ich wollte jetzt nämlich nicht meine schönen Seelen, die ich gerade da zusammengeplöppt habe, nicht sinnlos vergeuden, weil ich gleich nämlich nochmal sterben gehe. Aber diesmal sterbe ich wirklich mit Absicht. Also ich meine, das letzte Mal jetzt bin ich ja auch mit Absicht gestorben, ne? Hab nur vercheckt, dass man hätte skillen können. So. Int. Bitte, danke. Wir gehen jetzt nämlich normal da runter. Aber diesmal nicht in die Schandstadt, sondern nur ins Drachental. Und ja, schauen wir gleich mal vorbei. So, bitte, schön, danke. Und was steht dann noch an? Achso, ja, dann steht noch der trickigste Trickjump der Welt an. Der wird halt richtig tricky, ne? So. Ich bin halt sehr gespannt, wann ich das hinkriege. Also, vielleicht schaffe ich es ja beim ersten Mal. Und vielleicht verbringe ich jetzt 2 Stunden mit diesem Trick Jump. Was halt nicht worth wäre. Na, doch. Ah, nee, eigentlich nicht. 2 Stunden wäre einfach nicht worth. Viertelstunde oder so wäre worth. Das wäre okay. Aber das habe ich eigentlich auch nicht vor, da so lange an dem Trick Jump rumzutricken. Weil das ist ja richtig langweilig. Wisst ihr? Das will ja keiner sehen. So. Drachental, oh Drachental, du bist so wunderschön. Also ich habe das Gefühl, im Stream ist es schon ein bisschen sehr dunkel, oder? Würde ich jetzt so sagen. Schon sehr dunkel. So. Seht ihr, das ist der super fesche Dragon Seuche Bro. Und ganz schön! Looten! Looten! Ah, verdammt! Das wollte ich nur looten, aber das ist nur eine Seele. Ja, das Wichtige, was wir gelootet haben, war das Schild. Das Drachenwappenschild. Das ist fett. Und ist nice gegen ja, wer hätte es gedacht? Gegen Feuer, weil Drachenwappen, wisst ihr? So, und jetzt versuche ich noch etwas, aber das versuche ich nur einmal. Wenn es klappt, ist geil. Wenn es nicht klappt, ist nicht so wichtig. Also jetzt. Kann ich auch später machen. Naja, wenn es klappt, ist halt geil, ne? Noch einmal runter. Und dann geht's quasi regulär. Für ein kleines Stückchen weiter. Regulär? Ja, es ist ja eigentlich, wir sind ja gerade im Super Tutorial. Nein, nee, Super Tutorial war der Anfang. Wir sind ja jetzt gerade am Anfang der Welt. So. Ich dreh mich, lalalalala. Ja, hier wieder runter, zack, da, dankeschön. Und hier rum. Ja, und genau. So. Jetzt müssen wir nämlich an dem Oschi da, wo wir gerade waren, irgendwie vorbeikommen. Das wird doch bestimmt nichts. So, aber ja, es ist schon ein bisschen sehr dunkel, oder? Ja, ich habe auf den Stream geguckt. Sollte man bei Dark Souls nicht machen. Also auf den Chat gucken und in den Stream schauen. Sollte man einfach nicht machen. Ist einfach keine gute Idee. So. Alter, ey. Ja, das ist... sorry, dass gerade ein bisschen wenig passiert. Aber das sind halt so die Intro-Vorbereitungskack und da, also das lohnt sich halt mit dem Zauberer einfach wirklich hart. Jetzt komm her, Fahrstuhl. Also es ist wirklich, das lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich hart. Sind wir nicht hübsch? Doch, sind wir. Die hübschesten der Welt. Und runter. Kann man ja nicht runterbacken? Nee, kann man nicht.
Und weiter geht's. Ja, genau. Neuer Versuch. Also, was heißt neuer Versuch? Das ist der erste und letzte Versuch, was das angeht. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Alter, der Überlebenspopel liegt ja richtig weit hinten. So, sammeln wir den ein, der war ganz wichtig. Richtig wichtig, ey. Und dann geht's hier über die Brücke. Da ist der Drachentyp. Ich könnte natürlich auch gucken, wie viel Schaden ich dem mache. Kann ich den locken? Also. Jetzt sabbert er hier schon hin. Warte mal. So? Trifft er mich hier? Nee, aber ich treffe ihn auch nicht. Mhm. Klingt sehr vielversprechend, der Schaden. Ach so, ja. Da hast du total recht. Ich sag ja, ich bin ein Noob. Naja, also ich mach den jetzt hier nicht, ne? So. Und weiter geht's. Gut, haben wir die Seele schon mal eingesammelt. Ist ja nicht ganz falsch. So, aber jetzt wird's gleich schwerer. Seht ihr die blauen Geräte da? Das sind Drachen, deswegen heißt das Tal der Drachen. Also das Ding von gerade war auch schon Drache. Aber das da sind andere Drachen. So. Und die machen Blitz. Ich weiß nicht wieso, aber das machen die so. So. Nummer zwei. Jetzt wird es ein bisschen heftiger, tricky. So. Kletter hoch, Mann! Puh. Gut, es klappt. Alter. Adrenalin ist real. Und die bekackten Drachen können nicht fliegen, obwohl sie irgendwie Flügel haben. So. Nice. Der ist nämlich geil, der Ring. Und den wollte ich haben. Kriege ich das Loot da hinten noch? Das hatte viel Schönes. So. Genau. Weil den Ring, den ich jetzt nämlich gerade erarbeitet habe, für alle, die es nicht wissen, ich pack das hier erstmal weg. Ring. Der verstärkt nämlich meinen Attack Power Super Damage, wenn ich wenig HP habe. Und das ist geil. So, und jetzt kommt... Ja gut, jetzt kommt erstmal minimal normales Zeug. Sorry. Weg. So, ich könnte jetzt auch das richtige Schild ausrüsten, ne? Aber mit richtigem Schild, komm hier. Hau weg. Das sah gerade komisch aus. Egal. Mit richtigem Schild habe ich eine... Keine Super Speed Roll mehr. Weg. Ja, komm mit, Leiche. Komm mit, wir gehen spazieren. Ja, so Seelen und so ein bisschen einsammeln, das schadet jetzt nicht. Also, ich meine, wegen jeder Seele werde ich jetzt nicht einen Umweg machen oder so. Aber so ein bisschen schadet es einfach nicht, weil, wie gesagt, wir werden viele Seelen brauchen. Denn wir müssen uns dann den ganzen Zauber noch kaufen. Und dann den Zauberverstärkerring der verstärkten Zauberpower. Ei. Ach, der lebt doch. Eigentlich gesehen. Weg mit euch. So, darunter. Ach nee, hab ich keinen Bock. Da, friss das.
Und du frisst das. Easy. Oh, Nebeltürchen, Boss-Fight des Todes. Nicht. Und Drachenpower des Todes, hi. Wie geht's? Komischer Krepeldrache. Dieser Drache hat ein ultra komisches Gesicht. Und weg. Und weg. Und weg. Und. Zack. Nee. So? Ja. Ja, ist okay. Danke für den Rundschild. So. Die beiden Typen. Die nerven richtig. Die nerven einfach richtig. Den bekackten Schilden. Die mit Lanzen sind halt auch viel schlimmer als die mit dem Schwert, ne? Und die mit dem Schwert sind viel aggressiver. Also die kommen aus ihrer Deckung vielleicht davor. Na komm, na komm, na komm, na komm. Put, 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 egal, hier komm. Da! Ah, scheiße. Da! Arschgesicht. Na los, hau zu! Sein Mann! Los! Schlag zu! Schlag jetzt zu! Och man, jetzt hat er wieder geblockt. So. Oh, hier ist eine Treppe. Überraschung. So, Arsch. Ne, da ist nur der Händler, da brauche ich nicht hin. Dann geht's hier runter. Ja, jetzt kommt nämlich der Trick Skill Jump der Vernichtung. Ich bin ein Noob. Ich lasse mich von dem Messerknaben hier irgendwie schlachten. So. Wollen wir die Messerbuben auch weghauen? Und dann geht's hier hoch. Und dann kommt jetzt nämlich die beschissene Kackscheiße. Die wird nicht so schön. Sag ich gleich. Ich bin ein Dark Souls Noob und ich habe, wie gesagt, ich habe Dark Souls, also ich habe es mal Melee gespielt und Caster gespielt. Wie geht der Shieldbreak mit dem Dolch? Also ich meine echt, ich habe echt nicht viel Ahnung von dem Spiel. Also ja, auf dieses Ding hier, wo wir gerade vorbeigerutscht sind, müssen wir rauf. Das kann jetzt dauern. Das wird lustig. Yay. Ich bin immer voll. Alter, ich bin auf die Kackzinne gerollt. Und ich wollte eigentlich springen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Auch wieder in der Mechanik halt. Rollen, rennen und springen ist auf der gleichen Taste. Das ist schon ein bisschen kacke. Ja, dieser Sprung ist nicht schön. Das dauert jetzt vielleicht ein bisschen. Mal sehen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Alter, ich springe gerade zu weit zur Seite. Und meine Estus machen halt noch übelst wenig Leben. Das ist nicht so geil. Alter, kann ich mal... Ich bin so ein Noob. Ich komm... Ja. Ja, lass mal Dark Souls streamen. Hast du ja jetzt ewig nicht gespielt. Das ist eine gute Idee. Eine beschissene Idee. So, Dankeschön. Okay. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Und ich mache mich jetzt trotzdem für diesen Fips nochmal voll.
Ich hasse das mit dem Rennen und Springen und auf einer Taste und man muss vorher rennen, bevor man springen kann und. Ach, Dark Souls. Jetzt ernsthaft, du standest auf der bekackten Kante. Ach so, und für alle, die sich wundern, warum ich quasi Selbstgespräche führe mit dem Chat, der nicht angezeigt wird. Der Chat wird angezeigt, sobald er voll ist halt. Aber ja, das war natürlich Pro-Jump. Alter. Also ich mache das jetzt noch, bis meine Estus aufgebraucht sind. Und selbst dann will ich es eigentlich. Nicht aufgeben. Weil ich weiß halt, dass es geht. Ich habe es ja auch schon gemacht. Ich habe es schon mehrmals gemacht. Ich habe es auch vorhin mehrmals gemacht. Aber ja. Ist halt kacke manchmal, ne? Ne, warte mal. Steht hier eigentlich. Versuch's mit Springen, ja. Ich darf halt nicht gegen den Dings kommen. Das heißt, ich muss ein bisschen schräg anlaufen. Wenn ich zu gerade anlaufe, komme ich gegen diesen scheiß Sims. Ja, mit Rollen geht's also auch. Okay, so. Jetzt nochmal. Mann! Ich versuch's jetzt nochmal mit Rollen. Was halt so. Ich komme irgendwie nicht zum Rennen. Ja, das ist nämlich richtig lustig. Wenn man unten ist, kommen die bekackten Hunde. Okay, aber also eigentlich müsste es mit Rollen auch gut, ganz gut gehen. Diese scheiß Hunde, ey. Und dann musst du halt. Dann. Das stimmt, so weit habe ich vorhin gar nicht gespielt, weil ich habe halt nur ein paar Mal geguckt, ob ich den Trick Jump hinkriege und es hat geklappt. So. Scheiße, ich bin zu weit gerade ausgesprungen. Aber so soll es eigentlich aussehen, ja? Mit Sprung und dann über diese Mauer darüber. Ja. Genau. Und dann kommen unten die Hunde. Und dann muss man in die richtige Tür rein. Und man muss die Rolle rechtzeitig am rechten Punkt machen. Ja, und genau, man muss halt diese. Oh, ich bin dumm. Ey, Emzor, wieso sagst du mir das eigentlich nicht? Brauchst du das jetzt noch gar nicht machen? Du bist ja ein richtiger Schlawiner, ey. Hättest du ruhig was sagen können, Emzor? Da hätten wir es jetzt nämlich geschafft. Wären wir da runtergekommen, dann wären die bekackten Hunde gekommen, hätten uns massakriert. Achso, und hier, wie machen wir das Leuchtfeuer an? So, dann kann ich jetzt gleich nochmal skillen. Ich fülle die Pfeile auf. Aufsteigen. Intelligenz. Weil ich auch relativ schnell in viele Zauberei-Slots skillen will. Zack. Zack. Ja, es hat uns gar nichts gebracht, unten zu sein. Weil wir brauchen nämlich dann einen Schlüssel. Oh, jetzt die Knusperknaben da wieder, ey. Ja, komm. Aber das meine ich, die mit dem Schwert, die sind viel angriffslustiger. Die kann man schon mal wegbrezeln. Ach, komm. Fresse da oben, ey. Ja, du auch. Gute Nacht. Dankeschön. So. Ja, weil wir brauchen doch den Schlüssel. Ey, Leute, ey. Und weg.
So, hier haben wir nämlich unseren Generalschlüssel benutzt. Und jetzt brauchen wir nämlich... Was ist das da? Käfer. Wie, Käfer? Hier ist kein Käfer. Mal klar, ey. Guck mal, hallo. War ganz schön gemein, oder? So, Goldharz. Warte mal. Fuck. Bin ich dumm? Ich dachte, hier ist der Anwesenschutz. Ach so, nee. Den müssen wir ja kaufen. Oh, Mann. Ich bin so verpeilt. Verpeilt. Genau. Den Anwesenschlüssel müssen wir kaufen beim Knecht. Also beim Krämer. Alter, scheiß Lock. Nummer 1. Nummer 2. Machen wir die Tür auf, dann ist nur eine Seele, oder? So, Holzschild, ja. Achso. Ja, brauche ich ja nicht. Ich kann auch das richtige Schild nehmen, ne? Aber mach ich nicht. So. Dann probieren wir jetzt einmal. Was Dings gesagt hat. Ach so. Jetzt muss ich nur noch treffen. Oh. Also, warte mal. Ist es also das, oder? Ja. Nee. Warte. Ja, komm. So. Jetzt reicht's mir. Ah, ist okay. Ich spiele wie ein Kacknoob. Ja, ich wollte das mit dem Schildbreak ausprobieren, aber irgendwie mache ich ja nur eine Jump Attack. Meinst du vielleicht rechten Stick nach vorn? Nee, das kann auch nicht sein. Ach so, nee, RB hast du gesagt, ne? Aber es war doch RB. Ach so, nee. Es ist RT. Ich komme mit dem Xbox-Controller nicht so ganz klar. Ah. So geht das also. Arsch. Ja gut, komm. Den jetzt mal so einfach weg. Na komm. Alter, weißt du, ich hau dir auch die Zauber einfach in die... Oh, nee. Ja, ich hab's gecheckt. Ich hab's dann gecheckt. Das ist, tja. Wie teuer ist der Schlüssel? 1000, oder? Ja, ich weiß doch. Ich weiß doch. Mir ist es zu spät eingefallen. Tag. Warte mal, reden. Genau. Da, Anwesenschlüssel. Nehme ich, danke. So. Kein Ding. Kannst du essen, die Seelen, oder dir ins Müsli tun oder so. Ich weiß auch nicht, worauf du stehst. Achso, also genau. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, nee, dann füllen wir jetzt unser Estus nochmal auf. Und resetten die Gegnergeräte hier. Ja, sind ja eigentlich nicht so wichtig, kann ich einfach durchrennen. So. Ja, und wenn es zu dunkel ist, wie gesagt, dann ist kacke, aber dann... Ja, entweder meine Pause oder so, aber ich weiß halt nicht.